Danke, Herr Klapproth. Das war eine sehr schöne Einführung, auch schon vorher. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal hier, renoviert ist, aber man sieht gut die Fußabdrücke hier, die dicken Digital Footprints, die sehen wir hier auf dem Boden jetzt. Da werde ich auch gleich noch kurz drüber reden. Als ich heute Morgen mit der Bahn von Basel hingefahren bin, habe ich festgestellt, wie im Vergleich vor 2 Jahren schon die vernetzte Gesellschaft auch in der Schweiz wirklich schon sich erweitert hat, denn dort war mindestens die Hälfte der Menschen in meinem Abteil auf ihrem iPhone oder iPad oder auf ihrem Computer aktiv, während vor 2 Jahren noch alle 20 Minuten oder gar die NZZ gelesen haben. Das hat sich wirklich verändert. Die vernetzte Gesellschaft ist hier. Wenn Sie mich mit mir vernetzen wollen, ich bin G. Leonhard auf Twitter für meine englischen Tweets und der Futurist für meine deutschsprachigen Tweets. Ich bin übrigens seit 10 Jahren in Basel, also nur noch halb Deutscher, mittlerweile auch Schweizer Bürger. Von daher erlauben Sie mir nachher ein paar Bemerkungen über die Schweiz quasi als Gleichgesinnter. Jetzt haben wir noch einen schönen Soundtrack da drüben. Das ist wahrscheinlich der Zahnarzt bei der Arbeit. Meine Aufgabe als Futurist ist die Verknüpfung von Dingen, die normalerweise, wo wir keine Zeit haben, sie zu beobachten, zu sehen, Wegweisungen zu finden. Ich mache das für viele Firmen weltweit, um quasi zu überlegen, was kommt als nächstes. Wenn wir von der vernetzten Gesellschaft reden, reden wir oft von dem, was Marshall McLuhan 1971 bereits als Facebook-Vorschau gesehen hat, nämlich die Global Village. Hier ein kurzes The Zitat. global village is a world in which you don't necessarily have harmony, you have extreme concern with everybody else's business and much involvement in everybody else's life. It's a sort of Ann Landers column writ large. And it doesn't necessarily mean harmony and peace and quiet, but it does mean huge involvement. It doesn't mean harmony, peace and quiet. Das könnte ja quasi von heute gesagt sein. Die Global Village bedeutet nämlich nicht, dass wir alle ruhig und zufrieden sind, sondern sie bedeutet eigentlich viel mehr Chaos, wie man jetzt auch wieder in Rio gesehen hat, wie wir auch jeden Tag sehen in Politik, in Wirtschaft, in Energie, auch in Medien, wo wir ganz klar sehen, das Global Village ist eine Herausforderung für uns alle, glaube ich, und vor allen Dingen jetzt in den nächsten 5 Jahren. Denn mittlerweile sind wir quasi in Technologie von einem Wasserglas in ein Aquarium gesprungen, wo wir jetzt sagen müssen, auf einmal ist das Internet wirklich hilfreich. Also sogar meine Mutter, die 75 ist, kann den iPad oder ein Android-Tablet bedienen und damit Fernsehen gucken. Das sind die Trends, die ich hier so mal ausgeliehen habe von Kleiner Perkins, dem Hauptinvestor in Facebook. Social, Local, Mobile, Video und Cloud. Man sagt dazu in Amerika SOLOMO, das können Sie vielleicht besser merken, Social Local Mobile. Das ist die Zukunft, die uns erwartet. Wir sind sozial vernetzt, wir sind lokal vernetzt mit Applications, die uns zeigen, wo wir sind, was wir machen können, wer auch noch da ist. Und wir sind natürlich primär mobil. Man sagt bereits voraus, dass in den nächsten 5 Jahren über 50% des gesamten Internetverkehrs über mobile Geräte laufen wird, nicht über Computer. Also das ist ganz klar auch hier in der Schweiz. KMUs bereits wesentlich vernetzt sind auf sozialen Medien, auch die Swiss bereits ihre Stewardessen auf Facebook erzählen lässt. Also SOLOMO ist, glaube ich, überall zu sehen. Die Frage ist, was genau bedeutet das oder bringt uns das mehr Vor- und Nachteile? In jedem Fall ist es so, dass wir jetzt auch schon sagen können, dass wir hier diejenigen sind, die dort den Sinn erzeugen. Es sind nicht mehr unbedingt die Fernsehgesellschaften, die großen Medien, sondern wir auch selber. Man sagt in Amerika zu, we are the show. Wir sind die Show von Facebook. Wenn Sie sich überlegen, was auf Facebook stattfindet, Facebook ist quasi ein Sender, in dem wir das Programm machen. Wir sind das Programm von Facebook, wir sind das Programm von YouTube, wir sind das Programm von Twitter, we are the show. Also ich glaube, da kann man ganz eindeutig sagen, das ist ein großer Wechsel und es ist nicht unbedingt so, dass die alten Shows nicht mehr stattfinden. Aber wie man in diesem Report sieht, über Zwitscherland, ja, kann man schon sehen, dass auch in der Schweiz viele Firmen auch ein Teil dieser Show sind, also auch veröffentlichen und dazu beitragen, diese Unterhaltung zu tragen. Was wir in den nächsten paar Jahren sehen werden, ganz klar, wir werden sehen, dass Twitter zum Fernsehen wird, TNN, Twitter News Network, habe ich schon ein paar Mal gesagt, wird größer werden als CNN. Wenn Sie noch nicht twittern, das ist der Grund, warum Sie es tun sollten. Falls Sie ein Racecar-Fan sind, hat NASCAR einen Kanal aufgebaut, #NASCAR, wo Sie alle Nachrichten über Rennen und Autorennen mit Video und Audio sehen können, wie zum Beispiel solche Videos, die Leute draufladen, die die Rennfahrer selber da hochladen.
ganz klar, Twitter wird zu einer Art von Fernsehen. Und das Überlappen dieser verschiedenen Fernsehebenen wird immer offensichtlicher. Also Twitter News Network ist ganz sicherlich unsere Zukunft. Wir gehen also in einer Gesellschaft, die vernetzt ist, weg von dieser Idee von einem zentralen Broadcast, von einem Sender. Oder nicht unbedingt weg, aber dazu kommt, dass wir auf einmal auch Broadband haben. Also nicht nur Broadcast, sondern auch Broadband. Das heißt, Breitband kommt zum Fernsehen hinzu. Einer zu vielen, aber jetzt auch endlich viele zu vielen. Und ich glaube, dass die Rettung für das Fernsehen ist, dass das eine zu vielen und das viele zu vielen sich überlappt. Dass es halt zusammengehört, dass es nicht auseinander gehört, sondern zusammen. Und ich glaube, dass wir da eine radikale Umkehrung auch der Fernsehwelt sehen werden, als Resultat von diesen sozialen Einflüssen. Ganz sicherlich ist es so, wir reden ja alle von Cloud Computing und Cloud Media und so weiter, dass auf einmal jedem klar ist, unsere Filme, unsere Musik, unsere Bücher, unsere Gesundheitsdaten, unsere Ausbildung, unsere Education zieht in die Wolke. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ich glaube, das ist ein Trend, den wir sehen müssen, so wie die Eisenbahn, die die Pferde ersetzt hat. Die Cloud und die Crowd. Und ich glaube, wenn Sie im Business von ICT sind, wie die meisten von Ihnen hier, ist das ganz klar natürlich eine riesen Herausforderung und eine riesen Möglichkeit für neue Geschäftsfelder zu entwickeln, wie man die Cloud und die Crowd verbindet. In der Art und Weise, wie die Konsumenten das gerne hätten. Aber ganz sicherlich auch so, dass wir dabei schon merken, dass früher einmal der große Fisch sehr, sehr wichtig war. Es gab in Medien auch nur große Fische, große Zeitungen, große Unternehmen, große Sender und heute ist es eher so rum. Heute sind viele kleine Fische, die auch den großen Fischen mal zeigen, wo es lang geht. Man sieht letztes Jahr zum Beispiel, in 2011 wurden 56 Gesetze durch Facebook-Aktionen entweder geändert oder nicht angenommen. Also diese soziale Aktivität von Milliarden, die dort stattfindet, Facebook ist das größte Land der Welt mittlerweile, außerhalb von China, müssen wir uns schon vorstellen, dass es da grundsätzlich eine ganz andere Art von Consumer-Ermächtigung gibt. Wenn Sie am Gate stehen in Zürich und Sie nutzen eine Application, die heißt Flight Tracker, wissen Sie mehr über den Flug, der gleich abgeht, als die Frau am Gate selber, weil Sie bessere Daten haben. Consumer-Ermächtigung ist überall und das ist auch ein Zeichen natürlich der Ermächtigung, wenn die Schweizer Post bereits ihre Kunden über Twitter bedient. Weil dann können wir alle sehen, welche Vorwürfe oder welche Kritiken es gibt. Es ist alles out in the open. Ich glaube, dass wir da ganz klar sehen müssen, dass es darum geht, auch bei Medien zum Beispiel, wir haben die Diskussion ja in der Schweiz, vielleicht sind einige von Ihnen bei Medien aktiv, es geht meines Erachtens nicht um Paywall, sondern um Paywill. Es geht darum, wie wir Leute dazu kriegen, dass sie bezahlen wollen, nicht, dass sie bezahlen müssen. Und das ist der Unterschied einer digitalen vernetzten Gesellschaft. Ich kann Leute de facto nicht mehr zum Bezahlen zwingen. Ich kann sie dorthin bewegen oder massieren oder wie immer sie es nennen wollen, aber Paywall sollte eigentlich Paywill sein. Es gibt mittlerweile natürlich auch hunderte von Firmen, die das bereits gemeistert haben, siehe Netflix und Spotify und so weiter, wie sie alle heißen. Da gibt es auch schon bessere Modelle. Nicht gezwungen, sondern gewollt. Kurze Botschaft an die Medienbranche hier in der Schweiz. Aber wir haben immer mehr Quantensprünge. Jetzt können Sie Ihre DNA analysieren lassen für $300. Das war vor 10 Jahren $150.000. In 2 Jahren vielleicht $40. Wir verändern unsere Gewohnheiten. Piloten haben keine Bücher mehr dabei, sondern iPads. Wer weiß, was sie sonst noch auf diesen iPads machen, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Aber Kinder sind bereits sehr aktiv mit iPads und Sie sehen hier, wenn ein so Digital Native ein Magazin sieht, dann versucht das Kind, das Magazin zu zoomen, als ob es ein iPad wäre, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wie man hier sieht. Also diese Gewohnheitsveränderungen sind ganz sicherlich überall um uns herum, wo wir darüber nachdenken müssen, was das bedeutet. Und online, offline konvergieren. Sie kennen vielleicht die schöne Ortschaft von Obermutten, Graubünden. Hier ein kurzer Film, wie das genau aussieht in Obermutten. In Switzerland's Graubünden region, there are several tiny, beautiful villages. Unfortunately, no one's ever heard of them. This is Obermutten. 78 residents, one church, one hotel, and a few cows. But then one day Obermutten launches a Facebook page.
The promise? Hit the like button and we'll put you on the village bulletin board. And a lot of people seem to like Obermutten. Soon the bulletin board is full, and soon half the village. Also in Obermutten kommt Ihr Facebook-Profil auf die öffentliche Pinnwand, wenn Sie den Like-Button drücken. Wir sehen also das Überlappen von digitalen und wirklichen Interessen. Und Obermutten gehört jetzt tatsächlich zu den Plätzen, wo viele Leute, die nicht aus der Schweiz sind, sagen, Schweiz, Obermutten, ja, wegen diesem Like-Button. Was das genau für Obermutten gemacht hat, würde ich mal gerne rausfinden. Aber es ist ein gutes Beispiel für diese Konvergenz von Offline und Offline, Online und Offline. Als nächstes in den nächsten 3 Jahren werden wir die globale Übersetzungsrevolution erleben. Das heißt, ich kann auf Deutsch reden, es kommt raus auf Chinesisch, ich kann auf Chinesisch schreiben, es kommt raus auf Englisch, ich kann simultan übersetzen, Videos, das funktioniert alles bereits. Wir werden es in den nächsten 3 Jahren tatsächlich im Einsatz sehen, so wie das Video hier zeigt von Microsoft. Da arbeiten alle Technologiefirmen dran, Google, Apple, Siri, Microsoft, Cisco und so weiter und so fort, an Plattformen, wo das denkbar ist. Wir werden erleben in den nächsten 3 Jahren, dass es tatsächlich möglich ist, Videos in 15 verschiedenen Sprachen zu sehen, mit Subtitel oder live simultan Übersetzung. Überlegen Sie sich, was das machen wird für die Medienbranche, für auch unsere Zeitungen. Wir werden auch sehen, dass es alt neu wird, Print und digital. Hier ist eine Application, die heißt Layer. Da können Sie mit dem Handy drüber fahren, über jede Art von Broschüre, Zeitung und dort den Text mit Metadaten sehen und darüber hinaus neue Informationen schöpfen, ohne dass Sie das vorher programmieren müssen. Also stellen Sie sich vor, Sie lesen morgen 20 Minuten und Sie können das Titelbild mit dem Handy abfotografieren und dann eignen sich neue Dinge, zum Beispiel können Sie Spiele runterladen von da aus oder Informationen finden, ohne dass dieses Medium digital vernetzt sein muss mit Ihrem Telefon. Also es gibt hier ganz bestimmt neue Verbindungen von Maschine und Mensch. Und auf einmal kommen ganz neue Themen auch in den Vordergrund, wo wir sagen, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was das bedeutet oder warum brauchen wir das? Also ich bin 51, manchmal frage ich mich, warum? Wozu brauchen wir das genau? Oder ist das überhaupt gut? Mein Sohn, der ist 17, der stellt diese Frage nicht, sondern der lädt einfach alles runter, was er finden kann. Neue Verbindungen von Mensch und Maschine, zum Beispiel hier wie mit Shukaku beschreibt. Be in our contact lens. And when the internet is in our contact lens, you blink and you will go online. And if you meet somebody at a meeting, a conference or a classroom and you don't know who they are, your glasses will identify who they are and print out their biography in your contact lens. Maschinen, gehirngesteuerte Apparate, die es Paraplegikern erlaubt, wieder zu laufen, gibt es auch bereits. Die Verbindung von Mensch und Maschine, das Internet in der Kontaktlinse, hört sich alles an wie Star Trek. Aber wir müssen uns vorstellen, dass wir mittlerweile auch auf dem Mount Everest ein YouTube-Video machen können, was vor 10 Jahren auch sehr unwahrscheinlich war, mittlerweile technisch gesehen funktioniert. Die neuen Verbindungen von Mensch und Maschine werden uns herausfordern in vielerlei Hinsicht und dann die Augmented Reality, die Ihnen vielleicht was sagt, wo wir Daten in unsere Kamera einfließen lassen können, um zu sehen, was passiert. Hier ein kurzes Beispiel darüber. Ja, das sieht jetzt alles sehr futuristisch aus, aber es ist de facto bereits im Einsatz. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Augmented Reality ein Standard wird, so wie heute überhaupt eine Kamera auf dem Handy zu haben. Und das könnte gleichzeitig interessant oder auch furchterregend sein, wenn Sie überlegen, dass ich auch die Metadaten von Herr Klapproth bei mir auf dem Handy sehen könnte, also sein Facebook-Profil, wenn er eins hätte, wenn ich ihn treffe, wenn dies einmal funktioniert. Mobiles Bezahlen, wie wir hier in diesem Clip sehen von PayPal, ganz sicherlich für viele Banken eine radikale Herausforderung bedeutet. Und für viele auch dieser Anbieter ganz klar bedeutet, dass sie Banken umgehen können und wollen.
Die Herausforderung hier ist natürlich auch wieder Datenschutz. Will ich unbedingt, dass alle meine Ausgaben bis zum letzten Rappen hin auch wirklich dokumentiert werden und können? Ja? Aber ganz sicherlich, mobiles Bezahlen wird Realität. Das hier ist das Beste für mich als ehemaliger Musiker, virtuelle Musiker. Alles ist möglich in Japan. Hier ist die Umkehrung von dem, was wir uns vorgestellt haben, dass wir auf der Bühne sind und das Publikum ist virtuell. Jetzt sind wir im Publikum und der Musiker ist virtuell. Ich glaube, dass da eine Menge Dinge entstehen werden, wo wir uns fragen, wer genau würde das tun? Wird mein Freund Karl Lagerfeld zu so einem Konzert hingehen? Ganz sicherlich befinden wir uns in diesem Wechsel. Karl Lagerfeld ist a man of the book, people of the book. Unsere Kinder, wir selber sind jetzt People of the Screen. Überall sind Screens zu sehen, überall arbeiten Leute an Bildschirmen, die wir andauernd beobachten und updaten. People of the Screen in den Händen von 5 Milliarden Menschen. Das ist unsere Zukunft in den nächsten 3 Jahren. Was bedeutet zum Beispiel, dass solche Geräte für weniger als 10 Franken verfügbar sein werden? In Indien können Sie bereits ein Aakash-Tablet kaufen für $30. Das heißt, wir werden sehen, dass eigentlich diese Geräte eine Revolution auslösen in den Händen von diesen 5 Millionen, wo wir sagen, die 5 Milliarden sind vernetzte Fernseher, vernetzte Radios, Lesegeräte, Datenbanken. Unser iPhone wird zum Fernsehempfänger und zum Fernsehsender. Da wird sicherlich eine Menge passieren, wo wir sagen, okay, in dieser vernetzten Gesellschaft, wer kontrolliert das eigentlich genau, was hier passiert? Und wir müssen feststellen, wenn wir jetzt an Musik anschauen, als Case Nummer 1 und dann News und Print und dann auch Filme, die Entkörperung der Inhalte bedeutet das Ende der Vertriebskontrolle. Kontrolle in dem Sinne, dass wir nicht sagen können, du darfst es nicht mehr haben, bis du das und das kaufst. Weil diese Vertriebskontrolle ist nur noch theoretisch möglich. Wir haben ja eine lange Debatte darüber in der Schweiz, wie möglich das sein sollte oder nicht. Siehe ACT, das so bei Piper und andere IAs, die wir geben. Und dann ein Zitat hier von Schweizer IFPI, der Phonographic Industry, der Plattenfirmen, Herr Haas aus Zürich sagt, das laissez-faire attitude is not acceptable and leads to the economical and cultural flattening of Switzerland. Also er sagt, dass in der Schweiz eine laissez-faire attitude darüber herrscht, wer eigentlich das tun darf und wer nicht. Ich würde dazu anmerken, es ist ein bisschen so, als ob wir mal Spiegelei sagen, es tut mir leid, wo bist du abgeblieben? Es ist bereits so Realität, dass diese Entkörperung stattfindet. Wir müssen neue Geschäftsmodelle drumherum entwickeln. Und da möchte ich ein paar Beispiele zu geben. Wir sehen ganz sicherlich zum Thema Piraterie. Da haben wir in der Schweiz zum Glück noch einen ganz moderaten Ansatz dazu. Der CEO von Macmillan, einem großen Verlag, sagt, Piracy happens when motivation meets opportunity. Das ist ganz sicherlich so, dass wir sagen, das digitale Freeloading, das Herunterladen von Digitalen ist einfach ein Marktversagen. Es ist nicht so, dass wir nicht zahlen wollen, aber können wir zahlen? Wir können ja in der Schweiz teilweise gar nicht zahlen für die vielen Angebote, zum Beispiel Netflix, selbst wenn wir wollten. Es ist Marktversagen und ich glaube, dass wir da in der Schweiz auch durchaus wirklich einen Punkt machen können, wie es auch besser funktionieren können, wie wir in dieser New Order mit digitalen Medien auch vorangehen können. Und ich glaube, es gehört auch mit hinzu, zu erkennen, dass wir jetzt in diesen Silos bis jetzt gelebt und gearbeitet haben, das wird sich in der Zukunft nicht mehr so durchziehen können. Wir müssen in der Zukunft konvergierende Geschäftsmodelle haben. Es wird keinen Erfolg geben für Zeitungen, für Musikverlage oder für Plattenfirmen oder auch für Filmverlage und Filmproduzenten, wenn es nicht eine Konvergenz dieser verschiedenen Silos gibt, zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit den Telekom-Medien. Da glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wie können wir besser zusammenarbeiten, um neue Modelle zu entwickeln, die dem Konsumenten auch garantiert gefallen und nicht abgestoßen werden von den Users. Wir sehen hier also ganz klar in dieser vernetzten Gesellschaft, in dieser Gesellschaft mit vielen, vielen Rädchen, dass wir sagen müssen, okay, die gegenseitige Abhängigkeit wird immer höher. Und es gibt ein sehr gutes englisches Wort dafür, die Interdependence.
nicht die Independence, sondern die Interdependence. Das ist da, wo es hingeht in der Zukunft für uns. Ich arbeite gerade am neuen Buch, das heißt From Ego to Eco. Und das betrifft jetzt nicht nur Eco im Sinne von Green oder Energie oder Nachhaltigkeit, sondern überhaupt im Sinne von Geschäftsmodellen. Wir sehen eigentlich ganz klar, dass die Modelle sich wandeln. Wir sagen, ein ganz umfassender globaler Trend hin ist zu Collaborative Lifestyles, zum Beispiel, wie wir hier sehen, zum Carsharing. Der wichtigste Trend beim Autofahren, beim Automarkt heutzutage ist, Autos zu teilen, nicht unbedingt eins zu kaufen. Und natürlich früher oder später auch selbstfahrende Autos. Wir sehen bei Couchsurfing, dass man sich da durchaus auch Leute finden kann, wo man gratis mit Apartments tauscht. Wir sehen bei Energie, dass neue Systeme entwickelt werden, wo ich hineingeben kann in den Grid. Sharing is the new owning, ist bereits ein Motiv, wo wir sagen, okay, wir können auch Dinge teilen, zum Beispiel gebrauchte Dinge oder Häuser und so weiter und so fort. Und ich glaube, für viele Monopole bedeutet das das Ende dieser Idee, dass nur eine Möglichkeit existiert. Ich glaube, dass wir hier in der Schweiz ganz speziell das Thema Eco-to-Eco wirklich auch vorantreiben können, weil wir die Diskussion darüber hier auch so gut führen können. Ich glaube, dass es ein Thema ist, wo wir sagen müssen, diese Disruptors, diese Unterbrechungen, können wir eigentlich schon sagen, Business as usual ist vorbei. Nicht, dass wir das sowieso nicht schon gemerkt hätten in den letzten paar Monaten, aber Business as usual, was ist das eigentlich noch, Business as usual? Es gibt einen tollen Report vom Economist zum Thema Agent of Change, können Sie sich runterladen, glaube ich, 80 Seiten ist gratis, zu diesem Thema, welche Disruptions da auf uns zukommen. Wir sehen zum Beispiel hier bei Zeitungen in Amerika, der Einbruch, was die Werbung betrifft, ist phänomenal. Das wird früher oder später auch in der Schweiz passieren. Business as usual ist vorbei. Wir sehen hier auch zum Beispiel ganz klar, was passiert bei Mobile Operating Systems. Sehen wir in diesem Graph, dass offene Systeme besser fahren, obwohl auch ein radikal geschlossenes und dominantes System wie Apple auch sehr gut funktioniert. Also das im Parallel vorkommt. Ich glaube schon, dass offen Wachstum bedeutet. Und ich glaube schon, dass im Allgemeinen auch geschlossen weniger Wachstum bedeutet. Mit Ausnahme von Apple. Ich glaube schon, dass wir das auch als Bestätigung finden können. Und es gibt natürlich eine Regel dafür, die ich mit vielen meinen Klienten andauernd berede, wo wir sagen, open as much as possible, also offen so viel wie möglich. Ja, nicht offen im Sinne von free immer, sondern offen so viel wie möglich. Denn die Konsumenten reden jetzt mit, jeder gibt Kommentare. Ich war vor 6 Wochen in einem ziemlich furchtbaren Hotel in New York, das Knight Hotel, und habe dann danach meine Bewertung abgegeben. Die sehen Sie nicht hier, aber die war furchtbar. Und am nächsten Tag habe ich von dem Veranstalter, der das für mich gebucht hat, eine Mail bekommen und gesagt, okay, wenn das nochmal passiert, dann nehmen wir das Knight Hotel von unserer Liste hinaus. Diese Ermächtigung der Konsumenten ist ganz klar überall zu spüren, ob sie bei Banken oder bei Airlines arbeiten oder im Medienbereich. Und wir können auch sehen, dass die Konsumenten ganz grundsätzlich eine andere Haltung haben, was die Zukunft betrifft. Hier, wenn Sie sozial bewusste Konsumenten sehen in diesem Nielsen Report, dann ist die Nummer 1, was sozial bewusste Konsumenten von den Firmen erwarten, Nummer 1 ist Nachhaltigkeit. Das ist eine Message, die bei uns ankommen muss, wo wir sagen, okay, es geht wirklich um Nachhaltigkeit, eradicate poverty, support small business. Es geht um was anderes als dann auch nur Preis. Es geht auf einmal auch um eine größere Story, diese Eco-to-Eco-Story. Letzte Woche während dem Rio-Summit gab es eine Aktivität, die hieß End of Fossil Fuel Subsidies, also aufhören, die Ölfirmen zu subventionieren. Was Sie von dem Thema auch immer halten mögen, es gab da einen sogenannten Twitter-Storm, der in kürzester Zeit Millionen von Menschen dazu gebracht hat, und inklusive wäre verschiedenen Politikern und Superstars, ihre Gedanken zu diesem Thema auszudrücken, der in kürzester Zeit mehr Aufmerksamkeit verursacht hat als die ganze Konferenz in Rio selber. Also diese Art von direkte Demokratie auf digitale Art und Weise, das ist, glaube ich, eine Sache, die bei uns in der Zukunft dazugehört. Noch ein wichtiger Fakt ist, kennen Sie sich besser aus als ich wahrscheinlich, wenn Sie in dem Bereich arbeiten, dass wir ja jetzt in einer Welt leben, wo wir alle wahnsinnig viel Daten erzeugen, was man als Big Data bezeichnet. Und diese Datenexplosion auf einmal so viel wert ist, dass wir einfach zusammenfassen können, wie schon öfters gesagt wurde, auch schon vom World Economic Forum,
dass Daten das neue Öl sind. Ja, data is the new oil. Und wenn wir uns das vor Augen halten, was das wirklich bedeutet, können wir sagen, alle erfolgreichen Firmen in den letzten 10 Jahren waren mehr oder weniger im Datenbusiness. Google, Facebook, Twitter, YouTube, eBay, Amazon, Cisco. Ja. Im Business von Daten, wo wir sagen, okay, ganz klar, diese Daten werden richtig wertvoll, weil auf einmal die Daten der User werden wie Gold, weil dann kann ich ihnen vielleicht was anderes verkaufen oder ich kann ihnen was anbieten oder ich kann sie überreden, irgendwas anderes anzuschauen und so weiter und so fort. Daten sind das neue Öl und wie dieses Cartoon ganz gut sagt, it's free, but they sell your information. Das könnte durchaus eine Art von Faustpakt sein. Wenn wir uns überlegen, wenn jetzt Facebook zum Beispiel sagen würde, wir brauchen mehr Werbung, würden sie unsere Daten preisgeben, um Werbung zu bekommen? Sie wissen vielleicht, dass General Motors eine Woche vor dem Börsengang von Facebook gesagt hat, wir werden aufhören, auf Facebook zu werben. Wissen Sie, was der Grund war? General Motors wollte, dass Facebook die Anzeigen größer und mehr unterbrecherisch, also mitten in der Seite lanciert, als sie Facebook zulassen wollte. Und Facebook hat gesagt, wir geben euch nicht die Daten der User und wir machen auch nicht diese Art von Werbung, die den User stört und dann war das Ende. Da können wir sicherlich sagen, dass wir sagen, okay, Daten sind an dem Punkt ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da müssen wir uns schon fragen, wer beobachtet uns eigentlich wann? Und das ist eine wichtige Frage, wo wir sagen müssen, okay, da sind viele Themen, das ist die Herausforderung der nächsten 10 Jahre, meine Privatsphäre versus Business. Weil natürlich, wenn ich auf dem Internet sage, ihr dürft mich nicht tracken in dem Browser, ihr dürft nicht nachschauen, wo ich herkomme, wo ich bin, dann gibt es auch keine vernünftige Werbung. Ganz sicherlich ein großes Thema, wo wir sagen müssen, will ich, dass Leute diese Informationen haben, sie kennen dieses Video vielleicht. Mary, may I take your order? Hi, Mary. Yes, I'd like to order. Is this Mr. Kelly? Yes. Thank you for calling again, sir. I share your national identification number as 610-204-9998-45-54610. Is that correct? Yes. Thank you, Mr. Kelly. I see you live at 736 Montrose Court, but you're calling from your cell phone. Are you at home? I'm just leaving work, but I'm... Oh, we can deliver to Bob's Auto Supply. That's at 175 Lincoln Avenue, yes? No, I'm on my way home. How do you know all this stuff? Das ist das Bestellen der Pizza in der Zukunft, wo die Firma bereits alles über sie weiß, inklusive weiß, ob sie Cholesterinprobleme haben oder nicht und deswegen mehr bezahlen sollen für die Pizza. Die Frage ist, schlachten wir dann nicht die goldene Gans, indem wir diese Privatsphäre wirklich so brauchen, dass Leute sich so bedroht fühlen? Was genau bedeutet das Kontrolle, Transparenz und Wert? Das, glaube ich, ist eine Frage, die im Raum steht für die nächsten 5 Jahre mindestens. Das genau zu definieren. Es kann nicht sein, dass wir eine Art von BP-Event haben, ja, ein Öldesaster mit unseren Daten, zum Beispiel ein Facebook-Leak. Ja. Stellen Sie sich vor, wenn die Daten von Facebook von 1 Milliarde Leute öffentlich verfügbar werden. Das wäre sicherlich eine Art von Datengau, den wir auch zu verhindern wissen sollten. Denn es wurde heute Morgen ja schon erwähnt und ist, glaube ich, später auch nochmal ein Thema im Laufe des Tages, das Vertrauen ist die neue Währung. Trust is the new money. Ich glaube, wir können schon sagen, in einer vernetzten Gesellschaft geht es eigentlich gar nicht mehr darum, wer am billigsten ist oder wer am schnellsten ist, sondern wem ich am meisten vertraue und wem meine Freunde vertrauen. Word of mouth und recommendation. Es geht darum, mit diesem Trust-System ein System von Wert und von Inhalten aufzubauen, die andere Dinge ermöglichen. Trust is the new currency. Ein Cartoon hier, was ein bisschen abgeschnitten ist hier, aber glaube ich, so, das ist meine letzte Bemerkung zum Thema. Als Schweizer Bürger kann ich mir das jetzt leisten, Ihnen zu sagen, wir müssen, glaube ich, das tun, was in Deutschland ganz bestimmt schwierig ist, nämlich Speed over Perfection. Wir müssen schneller werden und auch mehr Dinge ausprobieren. Wir müssen uns mehr nach vorne wagen und auch schneller arbeiten, um neue Ideen wirklich durchblicken zu lassen. Speed over Perfection. Auch das Thema Risiko ist natürlich immer ein großes Thema. Aber in diesem Bereich der Vernetzung, der vernetzten Gesellschaft ist die Geschwindigkeit so schnell, dass wir oft nicht da sitzen können und wir können nicht oft sagen, was macht unser Nachbar und wir warten dann ab, bis wir es danach machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich habe diverse iPhone-Apps, die Sie runterladen können.
findet man der Webseiten. Es gibt auch hier heute ein drahtloses Netzwerk, das heißt Cloud FTP. Da können Sie meine Präsentation gleich runterladen, einfach in das Netzwerk einloggen und in den Browser Cloud FTP tippen. Dann können Sie meine Bücher und auch die Präsentation herunterladen. Vielen Dank und schönen Tag.